Hey, schön, sind wir wieder da beim Engadin Ski Marathon einmal eins. Heute schauen wir, was wichtig ist, falls etwas nicht rund läuft. Und für das gehen wir jetzt zu Martina. Ciao Martina. Ciao Mirko. Du, ich habe bis jetzt gesehen, wie man einen Ski perfekt präpariert auf dem Marathon, wie man sich auch körperlich am besten vorbereitet. Was ich nicht weiss, gibt es eine Marathonversicherung, die man haben sollte? Nein, eine richtige Marathonversicherung gibt es so nicht. Aber ein Marathon kann eine gute Gelegenheit sein, um generell die eigene Versicherung wieder mal mit dem Berater zu besprechen. Ist denn so gefährlich? Also, ich meine, man kann ja auf dem Füttli stürzen oder den Stock bricht. Brauchst du das denn wirklich, den Check? Nein, gerade wegen einem blauen Fleck am Füttli brauchen wir keine Versicherung. Aber es kann natürlich schon ein bisschen mehr passieren. Es kann einem der Ski kaputt gehen. Der ist neu gewesen, der ist gebrochen, hat man dann auch gerne einen Ersatz. Aber man kann natürlich einen anderen gefährden mit dem Sturz und kann in eine Haftung hineinkommen. Oder, wenn es noch schlimmer geht, ich muss ins Spital und kann länger auch nicht mehr arbeiten, dann ist die Unfallversicherung ganz, ganz wichtig. Also in dem Fall, Bruchversicherung für den Ski ist gut. Und eben wenn ihr um die 20 sind, schaut, dass ihr eine gute Haftpflicht und eine gute Unfallversicherung habt. Am besten klappt es natürlich, wenn man keinen Sturz hat, oder? Das ist noch viel schöner, genau. Und genau dort schauen wir das nächste Mal auch an. Ihr müsst euch nämlich warm anlegen, mögen am Start am Maloja fahren mit dem Remo die schönsten Strecken ab und ihr dürft daheim schön in die Stube hocken und das schauen. Ciao Martina, danke. Ciao Mirko, viel Spass.